Wie schaut eigentlich Online Marketing für lokale Unternehmen aus? Das ist eine sehr sehr gute Frage und vielfach stellt man sich ja das Ganze sehr kompliziert vor. Aber wenn ich es dir ganz einfach beantworten muss, ein lokales Unternehmen muss online genauso verkaufen wie sie offline, also im echten Leben verkaufen. Ja, aber wie funktioniert das denn jetzt zum Beispiel für einen Arzt oder einen Anwalt? Ja, nehmen wir vielleicht das Beispiel von einem Arzt, vielleicht für ein ja, ganz spezifisches Thema. Ähm, da hat jemand ein, ein Problem, ein Bedürfnis, was er gelöst haben möchte. Es gibt vielleicht bei Ärzten zwei Kategorien. Es gibt ja so ähm, Ärzte, die, die dann wirklich ein spezifisches... Problem, eine, eine Beschwerde lösen, also heilen letztendlich. Mhm. Und dann gibt es natürlich zum Beispiel Schönheitschirurgie. Das, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da sind die Abläufe vielleicht nicht ganz dieselben. so Und doch in beiden Fällen hat man ja ein Problem, ein Bedürfnis, welches man gelöst haben möchte. Und man recherchiert einfach nach möglichen Lösungen zum Problem. Aber jetzt haben wir ja immer gesagt, man muss was anbieten auf einer Seite. Man sieht doch viel, dass man irgendwie ein PDF herunterladen kann mhm. oder so ein Wissensvideo erhalt, erhält. Wie ist das denn jetzt bei einem Arzt? Oder ja, auch zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, ein Kaminfeger oder ein Bad saniere, was biete ich denen dann an? Ja, ich, ich denke, man muss sich immer überlegen, ist es zielführend? Es gibt jetzt einige beispiele, die du genannt hast, wo es zielführend ist, etwas kostenfreies zum download anzubieten. aber nehmen wir jetzt mal einen zahnarzt. ja, ja. man ist vielleicht auf der suche nach einer bestimmten behandlung, vielleicht ähm, keine ahnung. also hat man ein problem, das man halt gelöst haben möchte ähm, neben den gewöhnlichen kontrollen. so. Und da gelangt man auf eine schöne Seite, wo sich der Zahnarzt vorstellt und vielleicht auch aufzeigt, wie, wie sein Prozess funktioniert. Und dann sagt er, und klicken Sie jetzt für mein kostenfreies PDF, <laughs> wo Sie ähm, keine Ahnung äh, nochmals eine Checkliste erhalten, die Sie zuerst ausfüllen müssen. Das ist die Frage, wäre das wirklich zielführend? Nein, es würde mich jetzt irritieren. <laughs> ja, genau. Und ich denke, genau das ist dass was ich damit aussagen möchte, genauso wie man offline verkauft, sollte es auch online mal abgebildet werden. Das heißt, wenn der nächste logische Schritt die Kontaktaufnahme per Telefon ist, ja dann unbedingt es auch online abbilden. Kannst du mir irgendwie ein, das an einem Beispiel zeigen? Ich denke, das beste Beispiel ist Bernd Bucher, der für Bad-Sanierungen genau ein solches Prinzip abgebildet hat. Mhm. Ich denke auch daran, wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt in meinem Zuhause mein Bad sanieren. Ähm, wie gehe ich da vor? Ähm, ja, natürlich recherchiere ich mal, was gibt es für Firmen vielleicht in meiner lokalen Umgebung, die das anbieten könnten. Aber vielleicht, ja, bin ich auch noch in meinem Prozess an einem anderen Punkt. Aber habe dann vielleicht auch gewisse Einwände, wo ich denke, ja, eine Badsanierung ist sehr teuer oder ist eine sehr lang fristige Angelegenheit, also es dauert sehr lange, wenn ich das mal in Angriff nehme oder es ist sehr dreckig, dann muss ich vielleicht ein oder zwei Wochen aus meinem Haus ziehen, damit es äh, umgesetzt werden kann. Und da wäre jetzt eine Lösung die, dass man genau diese Einwände, die Menschen haben, halt direkt anspricht und dann aber sagt, und es gibt aber eine Lösung, wo das nicht so sein muss mhm. und auf diese Art und Weise Kontakt herstellt mit Menschen, die eigentlich das äh, für sich umsetzen möchten. Und wo gewinne ich dann diese Kontakte? Weil ich bin ja lokal, ich bin ja so klein. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstens mal musst du wissen, ja, wer ist Entscheidungsträger? Also wer würde jetzt, wenn es um eine Badsanierung geht, entscheiden, ja, wir geben fünfstellig äh, Geld aus. Für eine Badsanierung. Also, wenn du dir jetzt ein typisches <laughs> Paar vorstellst, ist es eher der Mann oder die Frau, die dann das Go gibt? <laughs> für eine Badsanierung? Ja, wahrscheinlich. Also, ich würde jetzt auf die Frau tippen. Also, das würde ich auch. Habe ich auch dem Band empfohlen, der mit uns zusammengearbeitet hat. Und das ist genau etwas, was man natürlich sehr schön mit Werbung einstellen kann. Wo man sagen kann: ja gut, ich targetiere meine Werbung primär an Frauen. Da kann man vielleicht auch vom Alter her und vielleicht von anderen Merkmalen das ein bisschen steuern.. So. Und das zweite Thema ist natürlich, wenn ich jetzt in Berlin Badsanierungen anbiete, will ich ja nicht jemand aus Basel erreichen. Aber auch da ist das Schöne, dass eigentlich fast jede Werbeplattform bietet heute die Möglichkeit an, dass man mit einem Pin, also wie sagt man, mit einer Stechnadel, mhm. sagen kann, okay, da ist mein Standort und ich möchte Menschen nur im Umkreis von so und so vielen Kilometern erreichen. Und dann, denke ich, ist der schwierigste Schritt, wenn du, du hast zu Beginn gesagt, ich muss, wenn ich ein lokales Unternehmen mhm. habe, eigentlich meinen jetzigen Offline-Verkaufsprozess einfach online abbauen. Die erste Hürde ist aber schon, der Einstieg in dieses Business, weil das klingt alles so surreal für mhm. mich als lokales Unternehmen, wo, wo vielleicht, nein nicht vielleicht, wo eben effektiv ich habe ein Büro an einem fixen Standort mhm. und dann schalte ich Werbung in einem Bereich, wo, wo nicht greifbar ist für mich. Ja. Und ich denke, das ist doch das Schwierigste daran, wie das, das zu sehen und dann auch umzusetzen. Ich denke, vielleicht ist es vergleichbar mit einem Networking Event. So, muss sich vorstellen. Ja, man hat eine gewisse Vorahnung von den anderen Teilnehmern an diesem Event und jetzt muss ich auf Menschen zugehen und das Gespräch irgendwie genau. starten, ja. so. Und im übertragenen Sinn ist es ja auch online genau die Herausforderung, wie starte ich das Gespräch, dass ich die richtigen Menschen erreiche? Ja, das ich auch wahrgenommen werde, genau. dass mir auch jemand zuhört, weil, ja gut, an einem Networking-Event ist das natürlich vielleicht äh, aus Höflichkeit dann <laughs> nicht der Fall, dass er einfach wegläuft oder online klickt er mich einfach weg. Ja. So. Und ja, ich verstehe schon, was du, du meinst, aber letztendlich sucht man vielleicht vielfach auch zu weit, dass man sich viel zu viele Gedanken macht, wie jetzt dieser Ablauf über Wochen und Monate laufen könnte wenn eigentlich das Prinzip sehr einfach ist und jemand, der heute Interesse hat, heute auch einen Call bei mir buchen würde, wenn ich ihn mit der richtigen Botschaft anspreche und am Call ich ihm eigentlich die beste Lösung präsentieren könnte. Kann gut sein. Dann komme ich dann sicher zum Entschluss und sage, ja, ich mit meinem lokalen Unternehmen werde das eh nicht schaffen, weil ich kann das technisch nicht umsetzen. <laughs> das funktioniert für mich sowieso nicht. Ja. Ja, kannst du mich überzeugen, dass es auch für mich funktionieren würde? Sehr, sehr gerne. Also mit Bernd, der ein Sanitärgeschäft hat und sich eben auf Badsanierungen spezialisiert hat, durften wir eine Zusammenarbeit äh, durchlaufen. Und hier sehen wir das Endergebnis. Und das Tolle ist, diese paar Seiten, die wir haben, die sind extrem einfach aufgebaut. Und wir haben selber als Swiss Made Marketing nichts gemacht. Wir haben einfach den Band mit einem Schritt für Schritt-Programm aufgezeigt, was er tun muss. Er hat diese Seite selber erstellt mit unseren Tools, hat auch das Video selbst aufgezeichnet und hat genau dieses dieser Einstieg online so abgebildet. Also er erreicht jetzt Menschen auf Facebook. Also er setzt die Nadel dort, wo sein Unternehmen ist. Und im Umkreis von so und so vielen Kilometern, wo es Sinn macht für Sie, für sein Business, erreicht er Menschen mit seiner Werbebotschaft. Die klicken auf die Werbung und landen auf dieser Seite hier. Und in diesem Video geht es um ein Thema, dass man Vertrauen aufbauen kann. Also im ersten Schritt, dass die Person, die auf der Suche ist nach einer Lösung, das Gefühl hat, ja, der versteht mich. Also das ist jemand, dem ich mein Projekt, mein Anliegen anvertrauen könnte. Und zweitens, ja, die, die Lösung klingt eigentlich genau nach dem, was ich suche. Und drittens, ein ganz klarer Call to Action, wie geht es weiter? Also eine Handlungsaufforderung. Mhm. Soweit alles verständlich? Finde ich sehr verständlich und auch sehr bewundernswert, dass Bernd hatte vorhin noch nie etwas mit Webseiten gemacht oder? Er bisschen. hatte tatsächlich schon andere Websites erstellt, okay. ja. aber es ist sicher jetzt nicht, dass er jahrelang Erfahrung hatte. ja. Also, er hatte vorher mit einer Webagentur gearbeitet. Okay. Ähm, diese haben für ihn nicht diese, die Ziele erreicht, die er sich vorgestellt hatte. Also, hat er hatte das ganze Thema selbst in die Hand genommen, hatte schon gewisse Erfahrungen gemacht. Aber ich würde mal sagen, rein von der Erfahrung, was das Tool anbelangt, hat er wirklich einfach Schritt für Schritt die Schritte befolgt, die wir vorgegeben haben. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass er ein Digital Marketing Zertifikat zuerst nee. absolviert hatte oder irgendwie sowas. Genau. Ich finde es sehr, sehr spannend. Die Seite ist extrem einfach und dennoch sehr aussagekräftig. Vor allem mit dem Video in diesem, sag ich jetzt mal, heiklen Bereich der Bandsanierung. Mm. Weil Oftmals weiß man gar nicht, wer steckt hinter dieser ja. Firma. Und hier ist halt man hat schon mal ein Gesicht, man weiß, wie, wie dieser Herr spricht. Hm. Und da ist entweder sofort die Sympathie da oder nicht. Hm. Und wenn sie da ist, kann ich weitergehen. Ja, und der nächste Schritt ist sehr klar. Ich klicke hier auf diesen Button. In seinem Fall hat er ähm, tatsächlich eine Checkliste oder eine Art Checkliste zusammengestellt damit sich die, die Interessenten auch schon ein bisschen damit auseinandersetzen können, was für eine Lösung will ich denn überhaupt? Okay. So. Also wenn ich mir, mich hier anmelde, hatte schon mal meinen Kontakt, wenigstens per E-Mail. Und auf der Danke-Seite geht es eben weiter mit einem einfachen, persönlichen, aber vertrauensaufbauenden Video, sag ich mal, wo er ganz genau aufzeigt, wie er arbeitet, was der nächste Schritt ist und letztendlich... Auch wieder hier Handlungsaufforderung, ganz simple, einfach. Er holt dann die Menschen so schnell wie möglich ans Telefon. Also er macht es eigentlich genial. Ich, auf dem ersten Video lerne ich ihn kennen. Ja. Auf dem zweiten Video, oh, Video mit dem Download beweist er mir, dass er Ahnung hat von seinem, mhm. von seinem Business. Und dann kann ich direkt noch mit ihm einfach einen Call vereinbaren, damit ich das in die Tat umsetzen kann, also meine Idee. Ganz genau. Und das, obwohl er ein lokales Unternehmen hat. Ja, genau. Spannend. Ja, und ich denke, das, das Tolle ist, es braucht dann auch nicht ein, ein Riesenbudget für lokale Unternehmen. Weil die Zielgruppe ist ja rein geografisch schon sehr überschaubar. Also wenn mich nicht alles täuscht, wir haben tatsächlich mit einem Tagesbudget von vielleicht 10, 10 Euro am Tag einfach gestartet. Also, wenn man das jeden Tag ähm, am Laufen hätte, wären das 300 Euro im Monat. man sich überlegt, für 300 Euro, was kriege ich in einer lokalen Zeitschrift? Irgendwie so ein Mini, ja. keine Ahnung, wo die Frage ist, ob das überhaupt noch jemand wahrnimmt. Ich kann kein Vertrauen aufbauen. Also, die ja. kennen mich danach nicht. Genau. Die wissen nicht, wie ich spreche, wie ich aussehe. Ja, vielleicht, wie ich es aussehe, wenn ich noch ein Foto dabei habe, aber sonst. Und ich glaube, es war nach zwei Wochen, hat er die ersten qualifizierten Kontakte gewonnen. Im ersten Durchgang, als er es ähm, online hatte, das war, äh, glaube ich, vor Weihnachten, war so die, die erste Phase, als er das gestartet hatte, ähm, waren es drei qualifizierte Kontakte, also wo er wirklich auch ein Gespräch schon geführt hatte. Natürlich dauert es eine gewisse Zeit, bis sich <laughs> jemand dann definitiv entscheidet für die Badsanierung. Aber dann, eine Zeit später, hat er mich voller Freude kontaktiert und äh, gesagt, dass die erste Person jetzt zugesagt hat. Und da sprechen wir natürlich von einem fünfstelligen Auftrag. Mhm. Und da müssen wir nicht darüber sprechen, ob das System lohnenswert ist oder nicht. Das Nein, das hat sich großartig. dann erledigt. Ja. Ja, genau. ja, das ist genial. Also das heißt, als lokales Unternehmen gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, nicht auch sofort ins Online-Marketing einzusteigen ich würde sogar so weit gehen und sagen wenn man das nicht macht ist man der willkür der großen konzerne ausgesetzt. also dass man einfach ja so wie im detailhandel halt viele große konzerne das lokale geschäft eigentlich überschattet haben wird es wahrscheinlich auch im dienstleistungsbereich ähnliche ähm, entwicklungen geben außer man nimmt oder entscheidet sich diese neue technologie zu lernen wie man eben heute effizient und auf dem neuen Weg ja, qualifizierte Kunden erreichen kann und mit ihnen Geschäfte dann abwickeln kann. Du hast gesagt, ähm, Bernd hat das alles selbst gemacht und wurde Schritt für Schritt begleitet. Ganz genau. Wie hat das funktioniert? Wir haben ein sogenanntes Consulting-Programm. Da führen wir die Teilnehmer Schritt für Schritt durch. Ähm, wir haben Projekte, genauso wie Bernd für sein Unternehmen hat, haben wir abgebildet, also quasi in einem Schritt für Schritt Kurs und zeigen über eine ja, überschaubare Zeit, wie man das alles selber umsetzen kann. Das ist für uns, also haben wir bemerkt, ist das effizienteste und bewährteste Modell, wo wir eigentlich alle Tools und alle Schritte den Teilnehmern übergeben können, wie sie das selber umsetzen können aber mir ist klar dass jedes Projekt ist individuell auch Band hatte ganz individuelle persönliche Fragen und aus diesem Grund nehmen wir uns dann jede Woche Zeit für Fragen und Antworten das ist wie eine offene Diskussionsrunde die wir online führen im Rahmen von einem Live Webinar ich schalte dann das Mikrofon frei von allen Teilnehmern die eine Frage haben und da hat ja auch Bernd natürlich auf diesem Weg einige Fragen. Wir haben diese geklärt. Und manchmal geht es auch nur darum, Mut zu machen, zu sagen, hey, das ist wirklich super, mach weiter so. Oder hier kannst du diese Korrektur noch vornehmen. Und so sind wir ans Ziel gelangt. Genau. Also das ist genial. Es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sage ich jetzt mal, mit Video. Aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit konkreten Aufgaben. Ganz genau. Und man hat einmal die Woche Zeit, dich persönlich äh, um Hilfe zu bitten oder einfach ja, Fragen zu stellen, wenn man genau. nicht weiterkommt. Und der letzte Punkt ist: Wir haben auch alle Tools. Also die Seiten, die wir jetzt hier auch vorgestellt haben von Bernd zum Beispiel, mhm. wurden mit unserer ähm, Weblösung umgesetzt. Das nennen wir InCMS. Ähm, ist eine vollumfängliche Lösung für die Erstellung von Websites und Landingpages. Und das Schöne ist, es halt alles aus einer Hand. Also wir bieten dann das Training. Ähm, ja, oder das Training wurde von derselben Firma gemacht, wie auch die Software erstellt. Also eigentlich keine Ausrede für lokale Unternehmen, nicht sofort damit zu starten. Nee, ganz im Gegenteil. Ich denke, der beste <laughs> nächste Schritt wäre ganz klar den, dass auch wir das persönliche Gespräch aufnehmen. Ähm, und aus diesem Grund haben wir ein, eine kleine Umfrage entwickelt, zwei, drei Fragen, wo wir ganz genau feststellen können, wo Sie mit Ihrem lokalen Unternehmen, oder vielleicht haben Sie auch ein ganz anderes Unternehmen, aber sehen anhand von diesem Beispiel von Bernd, wie das für Sie funktionieren könnte. Wenn Sie auf den Button unterhalb vom Video klicken, können Sie diese paar Fragen beantworten, gelangen so zu einer personalisierten Antwort. Und im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, einen Beratungscall mit mir oder mit meinem Team zu buchen. Genau, es würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir Sie sehr bald persönlich beraten können und auch auf Ihrem nächsten großen Schritt begleiten dürfen.